Ja, gut möglich, Papa. Hier riecht es ja richtig gut. Ich habe nach dem ganzen Training einen Riesenhunger. Essen wir was? Ja, gehen. Das Essen ist fertig. Wir haben nur auf dich gewartet. Alles klar. Gut. Ich helfe dir. Ich habe auch Hunger. Ich weiß. Du hast doch immer Hunger. Ich hoffe, du hast was Leckeres gekocht. Ich bitte dich, alles, was ich koche, ist lecker. Gehen wir. Keine Ahnung, was die vom Roller planen, aber wir sollten es schnellstmöglich herausfinden. Ich würde mir da keine Sorgen machen. Ich denke nicht, dass die was Interessantes vorhaben. Nein, bestimmt nicht, aber ich will kein Risiko eingehen. Ramiro hat nichts gesagt? Keine Ahnung, ob er echt nichts weiß oder es nur nicht sagen will. Dann sollten wir noch mehr Druck auf ihn ausüben. Und bei dir? Hat Simon was gesagt? Nein, er hat leider gar nichts gesagt. Echt jetzt? Also, heißt das, dass du es trotz deines Charmes nicht geschafft hast, seine Geheimnisse zu entlocken? Warum erzählst du nicht, wie es mit Matteo lief? Ach, ist dir die Frage unangenehm? Du bist ja so still auf einmal. Nein, überhaupt nicht. Ja, Matteo ist hübsch, aber mit Benicio hat man mehr Spaß. Hast du deshalb mit ihm gesungen? Wieso interessiert dich das, Amber? Wolltest du etwa mit ihm singen? Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich habe mit ihm gesungen, weil es sich so ergeben hat. Ich hatte das wirklich nicht geplant. Obwohl ich ehrlich zugeben muss, dass Benicio dadurch direkt auf Platz 1 meiner Eroberungsliste gerutscht ist. Tja, wie schön für dich. Na dann hoffe ich, du hast mehr Glück als mit Matteo. Und lass mich eins klarstellen, falls du es nicht weißt. Benicio ist verrückt nach mir. Ja, klar. Bestimmt genauso sehr wie Simon, oder?